Ja, in Kranjska-Gora ist das wohl der flowigste Trail, durch den Nadelwald gebaut. Absolut anfängertauglich, zumindest die ersten zwei Parts, die ich euch jetzt vorstellen werde. Okay, let's go! Ja, absolut weicher Boden, kann man also auch gut mit dem Hardtail fahren, auch ruhig mit den kleinen Kids. Was ist los? Ich muss jetzt auf Brake drücken hinten, oder? Ja? Warte. Jetzt. Okay, es geht weiter. Ja, hier geht es immer hoch und runter. Kleine Pump-Hügel, die mit der Zeit aber auch sehr anstrengen. Scharfe Turns, die man driften oder fahren oder auch umsetzen kann. Es ist alles noch recht frisch hier. Das geht aber übelst in die Beine, also wenn man hier schnell durchfahren möchte. Es ist schon sehr anstrengend, ihr hört's. Ich bin am Schnaufen. Wenn man schnell genug ist, kann man die Pump-Hügel auch springen. Hier ist aber bestimmt gleich ein geiles Panorama, ein geiler Ausblick auf Kranjska Gora. Allerdings sollte man sich schon auf den Trail konzentrieren, damit man hier nicht stürzt. Zwar weicher Boden, trotzdem. Der Trail endet jetzt abrupt mitten im Wald. Wenn ihr aber hier sein werdet, wird der Trail hier noch ein bisschen weiter ausgebaut sein. Runter auf dem Forstweg. Hinter mir der Jasper Jauch und der Mats, das sind unsere Guides, der Mats und der Jan. So, wir müssen jetzt erstmal hier runter kraxeln auf dem Weg und dann geht's zum nächsten Part. Oh,
wenn ihr hier runterkommt, dann wird wahrscheinlich der Weg irgendwo anders rauskommen. So, weiter zum nächsten Trail geht's den Weg weiter. Und jetzt habe ich den Einstieg nicht verpassen, hier links. Der Trail hat dieselbe Charakteristik, gleicher Boden, allerdings wird stellenweise ein bisschen steiler. Also wer Angst vor steilen Passagen hat, gerade auch bei Kurven, erstmal ein bisschen schauen. Ist aber ja recht easy, sag ich mal, als erfahrener Fahrer. Als Anfänger sollte man dann schon ein bisschen gucken, gerade hier so eine Kurve, dass man da nicht mit in der Kurve absteigen möchte oder hier absteigen muss. Oder hier auch schön weit vorausschauen, zum Beispiel hier nach rechts reinschauen, früh genug einlenken. Ja, sehr schöne, flowige Streckenführung. Macht mega viel Spaß. Jetzt gerade hier das Stück ist auch nicht so anstrengend wie das andere mit den Pump-Hügeln. So, und jetzt mündet der Trail hier in eine Sektion, die immer breiter wird. Und hier muss man aber fast durchgehen, bis wir auf der Bremse stehen, weil man sehr schnell zu schnell wird. Und ein Abstieg könnte bei hoher Geschwindigkeit doch sehr schmerzhaft werden. Deswegen hier nicht übertreiben. Hier wird der Weg jetzt noch ein bisschen breiter. Und wenn man genau guckt, sind hier immer so ein paar kleine Sprünge eingebaut. Die hier der. Dafür sollte man aber nicht ganz so schnell fahren, damit man die nicht verpasst. Die sind nämlich immer so ein bisschen links oder rechts eingebaut, so wie hier. Fast verpasst. So, jetzt geht es nochmal hier hoch. Kann man rollen lassen. Jetzt ändert sich der Track auch nochmal. Es wird jetzt ein bisschen holpriger. Da sollte man schauen, dass man auf der vorgefahrenen Line bleibt. Hier war wieder ein Sprung verpasst. Ja, auf der vorgefahrenen Line. Oh, manch Kude. Bunny Hop. Auf der vorgefahrenen Line hier bleibt, weil gleich kommt ziemlich viel Geröll. Und wenn man da reinkommt, könnte man die Kontrolle über das Bike verlieren. Hier ist ein Sprung links verpasst. Ja, wenn man so schnell fährt, dann sieht man die kaum. So. Hier wird es jetzt ein bisschen holpriger und ihr seht ja schon, bin ich auf der Line und hier rechts ist überall so, ja, lose Steine, da sollte man nicht reinkommen. Ihr hört, meine Bremsen kommen auch ein bisschen ans Limit, bin ziemlich heiß gefahren vom Schleifen. Oh, das ist nicht gut, hier rüber, Stein. So, jetzt allmählich langsamer werden. Jetzt kommt man hier auf das Zwischenstück und kann man hier schön einkehren, ein Bierchen oder einen Kaffee trinken oder hier diese geile Aussicht, Jasper, die geile Aussicht über Kranjska Gora genießen. Sehr, sehr geil, Dreamland. So, weiter geht's. Hier runter. Hier ist der Einstieg zu der etwas anspruchsvolleren Sektion. Wer das nicht fahren möchte, fährt einfach den Forstweg geradeaus. Dann starten wir rein.
Ja, hier hohe Wurzeln, ein paar lose Steine. Muss da gucken, dass man schön gerade drauf bleibt. Ich zeige euch gleich aber noch eine Special Line. Special Line. Und hier rechts geht's drauf. Auf die Special Line. Jasper, überhol mich nicht. So. Schön weit vorausschauen, damit man nicht über die dicken Brocken fährt. Und oh, ein Baum vorbei. Ja, Baum drüber. So, und hier kommen wir schon zum Ende des Trails. Und hier bitte passt auf, hier ist direkt die Straße. Also schön ordentlich. Erst nach links schauen, dann nach rechts. Horchen, ob ein Auto kommt, wenn keins kommt. Habt ihr es geschafft? Yep. Yep. Geile Abfahrt, ja. Wenn ihr in Kranjska-Gora seid, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Oder überhaupt empfehlen, als erstes hier hochzufahren. Mega geil. Man kann auch hochschatteln oder hochtreten, wer fit genug ist. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Hier blende ich euch noch ein anderes Video von Kranjska-Gora ein. Haut rein, bis zum nächsten Mal.